Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Es gab ja einige Änderungen an dem Spiel. Und die möchten wir natürlich auch austesten. Ja, Mighty. Oh yeah. Ja, stark. Stark wie ein Büffel. Deswegen nehmen wir auch gleich Büffelkaka mit. Nein, 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 nein. Ah. Einen Seedling gebraten. Ja, den esse ich sehr gern. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Okay. So, das war notwendig, damit wir viel Fleisch bekommen. Und uns auch noch einen Anzug machen können. Für den, wie heißt's? Winter, damit uns nicht kalt wird. Und es schreiben wahrscheinlich, ja, viele möchten Büffel nicht angreifen, aber zum Überleben ist es halt notwendig. Und wir haben jetzt sehr viel Fleisch. So. Und wir brauchen unseren... Also wir brauchen einfach eine Heimat, wo wir hinziehen können. Weil sonst, denke ich, wird es sehr bald nicht mehr so gut aussehen. So. Und da noch. Den mit und stehen. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns mal einen. Ach, eine Biene, die können wir auch noch töten. Ja. Ach, die hat uns nichts gegeben, was wir brauchen. Vielleicht gibt es uns ja die Biene was. Die Spinnen was. Ich bin eine kleine Spinne. Ja. Genau. Eine Spider-Gland. Und dann auch noch Spinnenfäden, die wir mit diesen Zähnen auswechseln. Ich weiß eh nicht, was man mit denen machen kann. Und ich wüsste es, wenn sie wichtig wären. Laufen wir doch einfach mal nach rechts entlang. Weil hier ist überall Dead End. Und ein Steinchen können wir immer mitnehmen.
So, jetzt können wir unseren restlichen Ding auch bauen. Unsere richtige Feuerstelle. Da wir 12 Steinchen haben. So, und da auch nochmal. Und dann geht es weiter in die Wildnis. Nach rechts. Mushroom is hiding. Und ich weiß, dass wir hier schon mal waren, aber es ist ja schon wieder ein bisschen was gewachsen. So, da hat Facebook geploppt. Weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Ich denke schon. So, gehen wir mal nach rechts. Ja, da ist ein Steinweg. Aber der Steinweg ist hier zu Ende. Laufen wir den doch mal entlang. Schauen, was daraus wird. Hier oben verbindet das sich. Da sind wir letztes Mal gekommen. Laufen wir mal nach rechts. Seht ihr, hier ist auch schon wieder ein Weg. Und eine Karotte. Ist hier überall Dead End? Ich hoffe es nicht. Dann nehmen wir noch was mit. Und da. Und das da. Und das da. Theoretisch könnten wir unser Lager aufschließen und aufbauen und dann sofort die ganzen Berry Bushes einsammeln, düngen und wir haben Berries for life. Okay, hier finde ich sogar ganz gut wegen dem rechten Gebiet da, weil dann sind wir in einer aufregenden Gegend, wo man auch nicht immer problemlos überlebt. Ja, also hier bleiben wir einfach mal. Hier. So. Und jetzt machen wir da unseren Fire Pit ran. Dann ist uns auch nicht mehr so kühl. Oh, wir haben kein Gold. Nom 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 nom. Und dann essen wir noch 2 Froschschenkelchen. Und die Spider-Glen. Dann passt es auch wieder von der Heilung her. Bushes, Bushes. Können wir uns eigentlich nochmal Fallen bauen? Ja, wir brauchen noch 3 Stück, dann können wir uns 4 Fallen bauen. Da ich was testen mag.
können wir mal das da hier hinlegen. Das geht, das despawnt ja nicht. Das da und... Ja, die Pupu, die brauchen wir. So, eine noch. Ja, genau, das nehmen wir gleich mit. Okay, hier ist The Boxing. Das brauchen wir ja auch für das Ende. Um ins End zu kommen. So, ich sammle gleich noch ein bisschen mehr. Damit wir nicht ohne Gras dastehen, wenn wir weiterziehen oder weiterspielen. So. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch irgendwie... Ah, da ist ein Weg. Wir brauchen jetzt noch ein Hasengebiet, wo ein paar Hiesen unterwegs sind. Und dann zeige ich euch, was ich machen will. So, und da nach rechts. Hallo Biene. Und die Berries müssen wir auch alle mitnehmen. Vor allem, wenn wir später mal ein bisschen größer bauen wollen. Sind einfach viele, viele Berry Bushes wichtig. Dass wir den Winter überstehen. Und einen Chester. So. So. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Traps. Trap. 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 Und ein Gebiet mit vielen dann noch einfach ein Gebiet mit vielen Häschen. Wo ist denn ein Gebiet mit vielen Häschen? Direkt unter uns. Da war das Gebiet. Trop, 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 trop. Weil dann setzen wir hier eine Falle. Hier eine Falle. Oh ne, die passt nicht. Sondern hier. Dann setzen wir sie mal hier, genau. Dann hier eine. Dann hier eine. Dann hier eine. Okay, nicht gar so. Und noch ein bisschen weiter unten. Da. Und diese baiten wir. Mal gucken, ob was daraus wird. Okay, dann packen wir, weil da die Häschen kommen, packen wir die da oben hin. So. Mal gucken, ob das was wird. Ja, das kann ich mal schon mal Gras sammeln wieder. So, kurze Unterbrechung. So, da muss ich jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen, aber wir möchten ja noch schnell die Häschen fangen. Also mit mehreren Fallen wird es auf jeden Fall funktionieren. Aber mit so wenigen wie wir haben, noch nicht. Dass wir einfach ein ganzes Fallengebiet setzen, eine Berry rein. Und dann laufen die Hasen einfach schon mal, dumm wie sie sind, zu uns. Aber jetzt da erstmal Aufnahmeunterbrechung. Bis zum nächsten Mal. Don't starve.